Hallo zu den zweiten Nachtgedanken. Wir sind mitten in den Proben des ersten Halbfinals. Die erste Hälfte des ersten Halbfinals hat mehr oder weniger geprobt. Gerade ist Pause. Als nächstes steht die Pressekonferenz Finnlands auf dem Programm. Das wird sicherlich sehr spaßig und sehr interessant. Wir werden euch natürlich bei uns im Forum Wien berichten. Im Hintergrund proben die Esten. Einer der Geheimfavoriten in diesem Jahr, das habt ihr sicherlich in den Foren gelesen, auch hier im Pressezentrum werden die Esten sehr hoch gehandelt. Wir müssen schauen, was am Ende tatsächlich daraus wird. Die Proben liefen mit einigen Überraschungen. Aus Moldau sehen wir ein sexy Polizistenballett, Polizisten in knappen Bermuda-Shorts, Polizistinnen bauchfrei. Etwas seriöser und sehr staatstragend kommt Armenien daher, ein sehr nationaler, pathetischer Song, wurde hier sehr zwiespältig aufgenommen im Pressezentrum. Das gleiche, ich muss ja gerade auf die Liste schauen, gilt für die Niederlande, die natürlich eine tolle Sängerin ist. Treintje singt hier nahezu alle an die Wand. Diskutiert wurde am Ende leider nur ihr Kleid. Tiefer Ausschnitt eines niederländischen Designers, Ausschnitt auch im Hinterteil. Mal schauen. Ich hoffe sehr oder wir hoffen alle sehr, dass das Lied darunter nicht zu sehr leidet und das Lied möglicherweise vom Design des Kleides übertrumpft wird. Belgien, der junge Belgier erscheint hier extrem selbstbewusst. Loïc hat alles selber gemacht, schreibt selbst, choreografiert selbst, bestreitet seine Pressekonferenzen mehr oder weniger alleine. Sehr charmant, sehr klug. Die Leute hier im Pressezentrum haben ihn schon ein wenig ins Herz geschlossen. Also es könnte eine große, nicht mal mehr eine Überraschung, es konnte tatsächlich ein guter Erfolg, ein gutes Jahr für Belgien werden. Warten wir es ab, zumindest ein upcoming Star, wenn man so möchte. Die Finnen tun das, was sie können. Die müssen gar nicht groß proben, klar, die ziehen ihre Nummer durch. 1 Minute 18 in einer Inszenierung, die aussieht wie ein Kellerclub. Das passt alles, das ist in sich stilsicher und rund. Und die meisten hier glauben auch, dass es einen Einzug ins Finale geben wird, was dann auch immer passieren mag. Bei den Finnen ist mit allen zu rechnen. Ein Absturz auf den letzten wie auch ein Erklimmen des ersten Platzes. Eines der großen Fragezeichen, Dark Horses in diesem Jahr. Die Griechen pompös, balladesk auf einer pompösen, eleganten Bühne. Da Griechenland ja immer ins Finale kommt, ist wohl auch da in diesem Jahr da wieder mit zu rechnen. Allerdings kein Lied, das hier besondere Diskussionen hervorgebracht hat. Es stehen jetzt noch, wie gesagt, Estland läuft im Hintergrund, dann noch Mazedonien aus und dann war es das für heute. Morgen geht es dann mit der zweiten Hälfte des ersten Halbfinals weiter. Keine wirklich großen Überraschungen, meistens Diskussionsstoff, wie gesagt, das Kleid der Niederländerin, der charmante Auftritt des Belgiers. Wir warten ab, was es dann morgen Neues gibt. Wir werden noch einen kleinen Moment hierbleiben. Und wünschen euch schon mal eine gute Nacht und morgen dann mehr vom ersten Halbfinale und den Proben hier in Wien. Bis dahin, ciao, euer OGI-Team.